Was geht ab YouTube? Tactics ist wieder back am Start und heute mal eine kleine Diskussion über den neuen DLC-Update, der bald wahrscheinlich kommen wird. Und ihr wisst ja, dass Rockstar immer an bestimmten Feiertagen irgendein DLC raushaut, wie zum Beispiel, das war Unabhängigkeits-DLC von den Amerikanern. Und ja, bald ist ja Weihnachten, das wisst ihr auch alle. Und die meisten YouTuber haben schon ein Video darüber gemacht, dass wahrscheinlich bald ein Christmas- oder Weihnachts-DLC kommen wird. Und ich bin auch der Meinung, dass auf jeden Fall ein Weihnachts-DLC kommt, weil Weihnachten ist ein Tag, den eigentlich jeder feiert, außer jetzt halt Ausländer, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Weihnachten feiert eigentlich fast jeder. Und das wäre so ein Special-Event, was Rockstar auf jeden Fall machen würde. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Und ja, Rockstar hat schon angekündigt, dass bei dem nächsten DLC-Update das Heist-Update mitkommen wird, also der Banküberfall. Und ja, die meisten YouTuber diskutieren jetzt darüber, ob jetzt ein DLC kommen wird oder nicht, weil ja Rockstar schon angekündigt hat, dass der Banküberfall beim nächsten DLC kommen wird. Und ja, jetzt steht Weihnachten vor der Tür, jetzt sind sie sich halt nicht einig, ob der Banküberfall kommen wird oder nicht. Im Internet kursieren schon ein paar Fake-Bilder von wegen, dass Rockstar geschrieben hat, dass der Banküberfall kommt oder nicht. Da können wir jetzt nur ein bisschen drüber spekulieren, diskutieren darüber. Aber ich bin mir sicher, dass an Weihnachten auf jeden Fall ein Weihnachts-DLC kommen wird. Das steht fest, weil Rockstar wird sich den Tag jetzt nicht ignorieren auf jeden Fall. Die werden auf jeden Fall da irgendwas raushauen, vielleicht einen kleinen Patch oder sowas, aber ein DLC weiß ich nicht, also ich bin mir nicht sicher, ich könnte mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Und ja, auf jeden Fall beim nächsten Update wird der Banküberfall mitkommen, das steht, also DLC-Update wird der Banküberfall kommen. Das hat Rockstar schon auf jeden Fall bestätigt und tausendmal irgendwo hingeschrieben. Und ja, jetzt müssen wir warten und schauen, ob jetzt wirklich ein Weihnachts-DLC kommt und damit auch der Banküberfall oder nicht. Wenn euch diese Diskussion gefallen hat, diese Info gefallen hat, schreibt es mal in die Kommentare und lasst auf jeden Fall ein Like da. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet, was ihr da meint, was jetzt kommen wird oder nicht. Ob ihr auch meint, dass jetzt ein DLC kommt, also der Banküberfall oder nicht. Schreibt es mal in die Kommentare und schreibt mir mal, was ihr davon haltet. Ansonsten sage ich ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.